So. Hallihallo, hallihallo. Das sag ich mal in die werte Runde. Ihr müsstet mich jetzt hören. Und ja, es geht gleich los. Ein bisschen Geduld, liebe Kinder. Gleich beginnt der Halloween-Spaß hoffentlich. Und wie ich sehe, sind doch schon einige von euch zahlreich erschienen. Und ihr müsst noch eine ganz kurze Zeit diese Musik ertragen. Denn wie immer gilt mentale Vorbereitung. Nein, ich mache noch meinen Tee fertig hier, der ist gerade sehr heiß. Und gleich gibt es noch einen kleinen Soundcheck, aber dann geht es auch direkt los. Und ich guck mal, wer so da ist. Eben habe ich gesehen, da standen so 5 Leute im Chat, aber es hat viel mehr kommentiert. Da dachte ich, Twitch will mich verarschen, aber es sind doch schon ein paar mehr da jetzt, wo ich aktualisiert habe. Ich guck nochmal gerade. Und die Party geht schon ab im Chat. Crystal legt los, finde ich gut. Und da sage ich mal hallo, schön, dass ihr alle da seid. Zero Niva, Crystal, Sophia, Kamalrex, Magus, Microsoft Saxon, Midori, Sunny, The Wolf oder The Half und Annie, ja. Und Magus hatte ich gerade schon. Ja, genau. Hatte ich auch im Chat gesehen. Schön, dass ihr alle da seid. Und die Musik, die man gerade im Hintergrund hört, wer von euch weiß, von welchem Spiel die ist, der kriegt von mir einen virtuellen Keks. Ich gebe euch mal so ein paar Sekunden Zeit. Wenn nicht, sage ich es euch einfach. Ich hatte die schon mal bei einem Halloween-Stream. Die eignet sich einfach super, um so ein Intro aufzubauen. Maike, du liegst indirekt gar nicht so weit weg von der Wahrheit. Es ist nicht Donkey Kong. Aber ich sag mal so, die ehemaligen Entwickler von Donkey Kong waren auch hinter diesem Spiel aktiv. Was für einen Tee ich mir gemacht habe, ich habe mir einen Bratapfeltee gemacht. Und es gibt viele Bratapfeltees da draußen. Aber die meisten sind eklig süß und es wird einfach nur Zucker reingestopft. Und es gibt einen von King's Crown, um mal hier Schleichwerbung zu machen. Den gibt es immer nur zur Weihnachtszeit. Und ja. Da genieße ich immer diesen Tee sehr gerne um diese Zeit. Denn es gibt keinen besseren Bratapfeltee, finde ich. Der schmeckt so richtig aromatisch und ohne 1000 Tonnen Zucker gefühlt vom Geschmack her. Hi Sophia! Auch dank dir habe ich ja so einen Jahresvorrat von diesem Tee mittlerweile bei mir verfügbar. Denn letztes Jahr gab es den irgendwie hier im guten Brandenburg, nicht wo habe ich den immer hergeholt? Im Rossmann, den gab es irgendwie nicht mehr. Da dachte ich schon, den haben die aus dem Sortiment genommen, war voll traurig. Aber im Westen gab es den noch und da wurde mir ein ganzes Packen Tee mitgebracht, wofür ich auch noch sehr dankbar bin. Schön, dass ihr auf jeden Fall alle da seid. Es geht wirklich gleich los. Ich guck nochmal, ob noch jemand da ist. Ihr kennt das ja, wenn Andi streamt mit mir oder wenn ich streame. Am Anfang wird immer viel gelabert, bis es endlich mal richtig losgeht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Wachheit mitgebracht, dass ihr nicht gleich einschlaft. Baron de Vero, schön, dass du da bist. Das ist der einzige Neue, den ich gerade in der Liste sehe. Und Mike, es ist auch nicht Mario Kart. Und ich glaube, es hat keiner erraten, daher verrate ich es einfach mal. Es ist Banjo-Kazooie vom Nintendo 64. Ein Spiel von Rare. Und Rare hat auch die frühen Donkey Kong-Spiele gemacht. Wenn ich richtig informiert bin. Für Super Nintendo und dann auch auf dem N64. Ah, Crystal, du hattest das gesagt. Jetzt sehe ich es erst. Ja, du hast recht. Und damit kriegst du von mir einen virtuellen Keks überreicht. Ich hoffe, er schmeckt. Ja, Banjo-Kazooie war damals, im Grunde war es nun, ne, aus heutiger Sicht als Erwachsener, ist es ein Collectathon, wie man so schön sagt. Man sammelt einfach nur Stuff, Noten, Puzzleteile und alle mögliche Scheiße, aber das hatte einfach mega Charme und war mega lustig damals und der Humor war super und das, für Kinder war das einfach ein klasse Spiel. So, und ich beende jetzt mal die Musik, bevor sie wieder loopt.
Denn wir fangen jetzt einfach mal an. Der Tee ist gut gekühlt mittlerweile, ein bisschen abgekühlter. Und mal gucken, ob ihr heute auch das Spiel seht und ich nicht 5 Minuten vergesse, euch freizuschalten. Viel zu herrlich, ey. So müsste alles seine Richtigkeit haben. Crystal genießt seinen virtuellen Keks. Und wir müssen gleich mal einen kleinen Soundcheck machen. Das habe ich nicht mehr geschafft. Weil ich schlauer Bub eine Stunde vorher mit Vorbereitung angefangen habe. Midori, die Lecks dürften normal sein, die du gerade gesehen hast, weil das war dieser komische Ladebalken. Und 2 Leute unter meinem YouTube-Video haben das Game richtig identifiziert. Es war Soma. Auch an euch ein virtueller Keks. Ich weiß nicht, ob ihr Soma kennt. Es ist ein Spiel von den Amnesia-Machern von Frictional Games. Das kam raus, ich muss nochmal gucken, 2015, 2016, irgendwo da. Ich habe es damals einmal durchgespielt. Und wenn man das Spiel einmal durch hat, dann hat man eigentlich alles gesehen, dachte ich so. Aber es ist mittlerweile so lange her, dass ich so viel vergessen habe, dass ich es nochmal genießen kann, weil es ist wirklich ein sehr gutes Spiel mit einer geilen Story. Einer wirklich guten Story. Ich bin fast der Meinung, sogar die beste, die Frictional Games je gemacht hat. Und es ist ein Spiel, das nicht nur gruselig ist und ein bisschen Mindfuck abgibt, wie Midori so schön sagt, sondern auch am Ende echt einen Diskussionsbedarf hat und so ein bisschen mit den Urängsten von Menschen spielt. Und daher dachte ich mir, das wäre mal ein geiles Halloween-Spiel, was gerade nicht jeder macht und was nicht so übersättigt ist. So, wie ist denn die Lautstärke? Bitte gebt mir da mal euer Feedback. Was ich immer gerne mache, das kennen auch die Leute, die meine YouTube-Videos sehen, ich versuche immer, dass der Game-Sound schön laut ist, aber ich auch noch deutlich drüber zu hören bin, dass der Abstand zwischen beiden nicht zu groß ist, ich aber gut zu hören bin. Das ist immer mein Ziel. Ich finde, Sound ist immer so ein bisschen meine Schwäche, deswegen bin ich da nicht immer so zufrieden. Aber vielleicht habe ich da auch nur hohe Ansprüche. Aber ich will, dass das Spiel auch gut für euch zu hören ist, aber ihr mich auch hört. Und ich glaube, dieser Title Screen ist schon mal ein ganz gutes Ding, um das ein bisschen zu testen. Ich denke mal, es wird Stellen im Spiel geben, die lauter sind. Aber wenn ich hier gut zu hören bin, sollte das meiste passen. Ansonsten sagt mir einfach Bescheid. Und wie durch ein Wunder scheinen wir eine Punktlandung gemacht zu haben. Bisher beschwert sich zumindest noch keiner. Und wenn ich ein bisschen mit Tee in das Mikrofon schlürfe, verzeiht es mir. Obwohl man aktuell gar nicht so wirklich Tee braucht, wenn man so rausguckt. Gefühlt ist ja gerade Sommer da draußen. Zu Halloween. Und ich warte noch. Ich guck mal auf die Uhr. Ja, warten wir noch 2 Minuten, dann fangen wir an. Dann können vielleicht noch 1-2 Leute eintrudeln. Spiel soll ich ein bisschen lauter machen, Magus? Okay. Ich mach's mal ein bisschen lauter. Wenn es da nicht passt, sag Bescheid. Test, Test, Test. Bin ich noch gut über der Audio zu hören oder habe ich es zu laut gemacht? Bitte noch einmal Feedback geben. Okay, ja, Anni sagt auch, ich hätte es lauter machen sollen. Ich habe es ein bisschen lauter gemacht. Ich kann es auch noch lauter machen, ne? Wir feintunen gerade so ein bisschen zusammen. Aber denkt dran, es gibt Stellen im Spiel, wo es dann theoretisch auch noch ein bisschen nach lauter schnappt, ne? Wenn gewisse Sachen passieren. Aber hier sollte ich schon gut zu hören sein. Man hört mich. Ist das Spiel einigermaßen auch zu hören oder müsst ihr ganz schön aufdrehen? Aber ich denke, es ist okay, ne? Aber lieber jetzt 1 Minute länger checken, so mache ich das auch bei meinen Videos, als im Nachhinein ärgern, dass irgendwas zu leise war oder so.
Und nebenbei, wie habt ihr euch denn so ein bisschen auf Halloween eingestimmt? Zockt ihr irgendwelche Games, irgendwelche gruseligen oder schaut irgendwelche gruseligen Filme? Lasst es mich doch mal wissen. Und ich grüße natürlich auch alle, die jetzt da sind, die aber nicht live da sind, die quasi nicht angemeldet sind oder keinen Account haben. Auch schön, dass ihr da seid, ne? Nicht nur an die, die jetzt hier sich eingeloggt haben und kommentieren. Und ich glaube, das passt jetzt. Okay, Anni sagt, die hat alles auf laut auf dem alten Laptop. Ist es denn auf deinem alten Laptop zu hören, wenn jetzt alles laut ist bei dir, Anni? Dann darfst du den Startschuss geben. Ich weiß, mein Mikro ist immer ein bisschen leise. Das ist der Nachteil von so einem dynamischen Mikrofon. Es blendet wunderbar Umgebungsgeräusche aus. Es ist zwar ein bisschen leiser. Da müsste ich noch einen Verstärker runterklemmen. Okay, Anni sagt, sie hört alles auf ihrem alten Laptop. Dann gucke ich noch einmal in den Chat und gucke, ob noch wer Neues dazugekommen ist. Ansonsten legen wir jetzt los. Nö, sieht so aus, dass alle da sind, die ich schon begrüßt habe. Von daher heiße ich euch nochmal alle herzlich willkommen zu einem kleinen, feinen Halloween-Stream. Nalania, schön, dass du auch da bist. Willkommen. Du kommst zu einem guten Zeitpunkt, denn wir legen jetzt los. Wir haben genug gewartet. Genug geplaudert erstmal, obwohl das Plaudern ja das Schöne am Livestream ist. Und wir fangen jetzt einfach an. Daher, wer jetzt nicht gekommen ist, so eine halbe Stunde nach offiziellem Beginn, der Pech gehabt, der verpasst den Anfang des Spiels. Und vielleicht kennen ja einige von euch das Spiel noch nicht. Daher tauchen wir jetzt ein in die Welt von Soma. Auf geht's. Spielmodus, was haben wir denn? Normal oder sicher? Monster sind nicht tödlich. Nee, das wollen wir nicht. Monster sind gefährlich und tödlich. Du musst schleichen und dein Gehirn einsetzen, um zu überleben. Diese Worte hören wir doch gerne. So wurde das Spiel entworfen. Ah, Nalania, ja, du hast recht. Ich bin so ein Twitch-Noob, ne? Okay, Sekunde, dann stellen wir das noch eben in meinem Stream-Manager ein. Ja, da steht Thief Gold, Thief 2 Fan-Mission. Das ist nicht ganz so richtig, ne? Dann schreiben wir da mal so mal hin. Und schreiben noch German hin, damit sich niemand verirrt. Aber das hätte ich auch bei der Sprache einstellen können. So, Spiel eingestellt, Titel eingestellt. Die Texte sind jetzt, ja, das sind alles so Sachen, ne? Daran merkt ihr, ich bin kein Streamer. Oder ich bin so unerfahren, dass ich an solche Sachen immer nicht denke. Aber so, Streamsprache Deutsch, fertig. So, wenn ihr jetzt aktualisiert oder grundsätzlich, sollte es jetzt passen. Okay. Der Titel sollte jetzt passen. Ah, Meg ist ja über den Thief-Tag, wenn sich jemand herverirrt, ja, das wäre auf jeden Fall interessant, was dann passiert. Und Rex hat auch schon seine Erfahrung mit Soma. So, jetzt sollte der Titel aber passen. Und wir legen los. Wir spielen auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, denn wir wollen auch ein bisschen eine Herausforderung haben, die wir auf sicher nicht hätten. Und los geht's. Das Starten eines neuen Spiels überschreibt ihren neuesten Spielstand. Ja, bitte. Realität ist das, was nicht verschwindet, wenn man aufhört, daran zu glauben. Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon,
Please don't make this weird. No, no, it's not like that. Why now? Who's David Munchie? Why is there never enough time? For what? Christ. Yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah, yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. Okay. Wir wissen jetzt, dass unser Name Simon ist und dass wir irgendwie einen Unfall hatten. Bei dem unser Kopf was abgekriegt hat. Where did I put the tracer fluid? Und das ist offensichtlich unsere Bude. Ein bisschen dunkel hier drin, ne? Helligkeit sah für mich in Ordnung aus. Sollte es nicht so sein. Summer's coming. Hope it's a good one. Sag gern Bescheid. Und typisch bei. Ganz typisch für Frictional Games. Können wir jeglichen Kram anfassen und uns angucken. Naja, fast jeglichen Kram. Und lustig umherwerfen. Nicht, dass man es machen müsste. Aber man kann es. Am Haken von Robin McConnell. Ja, bestimmt so ein cooles Gruselbuch. Ist jetzt nicht so relevant, daher brauche ich das nicht lesen. Es sei denn, ihr schreit jetzt alle, lest das! Radioactive tracer fluid, where are you? Aber auch in diesem Spiel gibt es wieder einige Dokumente, daher werde ich Sachen, die ich nicht unbedingt nötig finde, eher überspringen. USB-Sticks, die Zukunft. Und man kann echt jeglichen Scheiß hier in die Hand nehmen. Nicht, dass man es müsste, aber man kann es. Was hast du denn im Kühlschrank, Simon? Das ist die wichtigste Frage. Nothing but fast food. I should buy something healthier on my way home. Grüne China-Nudeln und braune China-Nudeln. Die Paste. Und ein bisschen Maggi. Ich wollte gerade sagen Maggi-Kram. Aber es sieht aus wie ein Auflauf in der Tüte, oder weiß ich nicht. Ganz wichtig auf jeden Fall. Und ein Salat, der aber auch schon bessere Tage zu sehen gehabt zu haben scheint. Und ein leerer Becher, immer gut für den Kühlschrank. Simon, du musst den Kühlschrank zumachen, wir müssen Strom sparen. Sonst zahlst du direkt nach nächsten Monat. I really should drink the tracer fluid before I go see Dr. Munchie. Ja, und ich weiß nicht, wer von euch schon mal die Freude hatte, einen MRT gemacht zu bekommen. Da muss man immer so eine Flüssigkeit trinken oder generell, wenn irgendeine Durchleuchtung gemacht wird vom Körper. Das ist diese Tracer-Flüssigkeit oder Kontrastflüssigkeit im Deutschen. Die wir anscheinend irgendwo hingelegt haben. Ich weiß nicht, wo man so wichtige Sachen hinlegt. Vielleicht im Badezimmer? Hm, haben wir eine Nachricht? Hey Simon, it's Jesse. You working this weekend or what? I knew there was something you were doing. Was it this weekend or next? Anywho, just shoot me a mail or something. Love you, miss you, mean it. End of messages. I swear, that guy has the memory of a goldfish. I even sent an email to remind him, didn't I? Ich weiß nicht, hast du? Gucken wir erstmal ins Badezimmer. Keine Badewanne. Schlecht, schlecht, schlecht. Aber es ist ganz cool, wie interaktiv hier alles ist. Ne? Also, das bringt nichts, das meiste anzufassen, aber man kann es machen.
Das konnten die schon immer ganz gut. I don't want to keep the doctor waiting. I'll shower when I get back. Ja, dann sag mir mal lieber, wo du die Flüssigkeit hingepackt hast, Junge. Offensichtlich nicht da, wo man sie hinpackt. Ja, Tageslichtbad, ne? Ist für viele auch schon was wert. Fenster im Badezimmer. Nein, nicht wieder dunkel machen. Ist hier die Flüssigkeit? Das Kinomagazin Sommerblockbuster. Stunt vs. CGI. Was ist ein Bottle-Movie? Fernbedienung. There it is. Ah. Da ist die Flüssigkeit. Na dann mal Mahlzeit. Wo bekommt's? Feels like milk, but the taste, it's like sucking on a penny. Simon, was sagt uns deine Wohnung noch über deine Vergangenheit? Das ist die aus dem Traum, oder? Sag dir nicht zu. Irgendein Urlaubsfoto. Das ist wahrscheinlich der unterschriebene Wisch für die Untersuchung. Ein bisschen Urlaub am Strand. Und ein Comicbuchladen, wie es aussieht. Und das Allerwichtigste. Ein hässlicher Funky Pop. Wer ist denn die Dinge? Ab ins Klo damit. Das könnte wichtig sein. Junge Frau kommt bei einem Unfall im Stadtzentrum ums Leben. Freitag, 10. April 2015. Toronto. Von ihren Kindern abgelenkt, fuhr gestern eine Pkw-Fahrerin bei Rot über die Kreuzung von Blue Street und Spadina Road und rammte ein anderes Fahrzeug seitlich. Die Mutter und ihre Kinder, die in einem robusten SUV unterwegs waren, überstanden den Unfall mit leichten Verletzungen. Der Unfallgegner hingegen hatte nicht so viel Glück. Als das SUV die Beifahrerseite traf, erlitt die 23-jährige Ashley Hall lebensgefährliche Verletzungen und erstickte noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte am Blut in ihren Lungen. Ihr Lebensgefährte und Fahrer des Wagens, der 26-jährige Simon Jarrett, überlebte den Unfall mit wahrscheinlich bleibenden Hirnschäden. Der Fahrerin des SUVs zufolge handelt es sich um einen nicht zu vermeidenden Unfall. Ihr Name wurde nicht von der Polizei veröffentlicht. Ja gut, das war die Erklärung für den Traum. Und wir können jetzt eigentlich gehen. Ja, vielleicht ist hier noch irgendwas Interessantes. Wie der Laptop. Ich wollte Ihnen danken, dass Sie am Forschungsprojekt teilnehmen. Es ist sogar ein Forschungsprojekt, das wir wahrscheinlich nutzen, um überhaupt eine Untersuchung zu bekommen, weil in den USA, beziehungsweise das ist ja nicht die USA, das ist Kanada, ne? Kann der Simon anscheinend nicht ein normales MRT machen. Nein, er muss direkt in die Forschung gehen. Unser Gehirn erholt sich langsam. Aber wir müssen aufpassen, keinen Stress zu bekommen. Bitte nehmen Sie dieses Medikament. Hi Jesse, da du es wahrscheinlich vergessen hast, möchte ich dich hiermit daran erinnern, dass ich morgen diesen Arzttermin habe, also nicht zur Arbeit kommen werde. Ja gut, Simon, solche E-Mails solltest du abschicken. Es wäre auf jeden Fall sinnvoll. Das bedeutet auch, dass du dafür sorgen musst, dass du den Laden auch tatsächlich rechtzeitig aufschließt. Bitte pack auch die Kisten hinter dem Tresen aus, die sich langsam aber sicher zu einer Arbeitsplatzgefahr entwickeln. Tendenziell verkaufen sich so Bücher auch viel besser, wenn sie ins Regal gestellt werden, wo sie die Leute sehen können. Na, senden wir mal die E-Mail noch ab. Better late than never. So sieht's aus, Simon, so sieht's aus. So, okay. Ich glaube, wir haben genug gekramt in der Bude. Wir wollen den Horror sehen. Und daher, auf geht's. Während im Chat eine interessante Unterhaltung über Badezimmer-Utensilien abgeht. Geht doch nichts über hässliche U-Bahnen. It's all a lie. Stinking lie.
Jesse. Hey, Simon. I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris helping me out. Matty from SNL? Guess you didn't hear. He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Yeah, well, I know. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Wir kommen bestimmt gleich zur Arbeit. Wird alles gut gehen. Hallo? Hallo? Dr. Munchie? Where is everyone? Thought this place would be busy. Oh, Kanada. Welch vertrauenserweckende Räumlichkeiten für eine Teilnahme an einem Forschungsprojekt. Für alle Leute, die Angst vor Clowns haben. Booga, booga, booga. Booga, booga, booga. Spiel, könntest du aufhören zu ruckeln? Das wäre ich dir sehr verbunden auf jeden Fall. Hallo? Ich fühle mal in ihren Daten rum, ne? Sie nicht anwesender Doktor. Puh, wissenschaftlich arbeiten. Das Gehirn kann sich selbst heilen. Man muss dem Gehirn beibringen, das Richtige zu tun. Wir hoffen, dies mit einem einfachen Komponenten wie Übungen, Therapie und leichten Medikamenten zu erreichen. Ja, okay. Ihr macht das schon. Was ist hier? Irgendwelche Aufzeichnungen. Verbesserte, umgekehrte Projektortechnik. Erstmal richtig hier kramen, ey. Und heimlich am Computer gucken. Jetzt scannen, David Munchie. Paul, wo bist du? Wir haben noch ein paar Stunden. Ich habe Simon Jarrett erwischt. Lass uns das durchziehen. Ich habe dein Notebook an der Rezeption gesehen. Bist du schon hier? Ruf mich baldmöglichst an. Ja, läuft alles professionell ab hier. Wirklich. David Munchie, wir sind ausgesperrt. Im Laborbelegungsplan gab es heute ein freies Zeitfenster. Leider hat uns niemand über die Änderung des Zugangscodes informiert. Ich rief deswegen den Sicherheitsdienst an und brachte Professor Wei dazu, für unser Projekt zu bürgen. Dann bekam ich endlich so einen Oberboss der Rechtsabteilung von Pace an den Hörer, der unsere Labor-Nutzungsberechtigung erneuern konnte. Der Code darf nicht in E-Mails oder Textmeldungen weiter... Den darf ich dort nicht weiterleiten, werde aber eine Notiz oder sonst was hinterlassen, falls wir ihn vergessen. Na, wo ist denn die Notiz? Brauchen wir den Code jetzt? Natürlich brauchen wir den. This is the place, right? Must be. Let's just call Munchie real quick. Great. I got his phone turned off. That's okay. I can figure this out. Oh nein, Rätsel lösen. Wo hat er den Code versteckt? In der Tasse? Ist natürlich sicherer, einen Zettel irgendwo hinzukleben, als es am PC irgendwo abzuspeichern. Oder hat er es doch hier reingepackt? Nee, nicht wirklich, ne? Dürfen sie ja nicht eine Notiz oder sonst was hinterlassen. Was habe ich wieder nicht gesehen gerade? Hallo? Klebt die irgendwo an der Wand? Nee, da brauchen wir die Notiz für. Boah, zu gierig am Wasser getrunken. Zu gierig.
Also, falls einer von euch die Code sieht. Es kann eigentlich nur hier drin sein, ne? Ja, okay. Man muss nur wissen, wonach man sucht. Allein in einem großen, dunklen Bürokomplex. Man konnte sich hier, glaube ich, sogar beim Rennen umsehen, oder? So nach hinten gucken. Hier gibt es kein Erste-Hilfe-Set. Laserbehandlung oder sowas. Hallo? Irgendjemand hier? Das ist der Arbeitsplatz eines IT-Spezialisten. Immer schön dunkel direkt neben dem Server. No, hier ist auf jeden Fall ein bisschen Rechenpower. Irgendwas wird hier gerade bedient oder irgendwas ist am Laufen. Okay, Jungs und Mädels. Oh, hi. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah, it's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction, to help people like you. Oh, did you take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Oh, er ist also noch nicht mal ein Doktor. Okay, solche Untersuchungen sind bei Universitätsmitarbeitenden nicht ungewöhnlich. Aber das macht die gruselige... gruseligen leeren Bürohallen hier nicht weniger gruselig. Please, have a seat. Naja, was soll's. Geben Sie mir das gute Zeug, Doktor. All right, let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, David Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. That's so. Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. What happened? Hello? Mr. Munchie? Did something go wrong? Hello? This isn't funny. Ja, es ist gut dunkel hier drin. I'm not supposed to put myself in. Automatisierte Terminalfreischaltung über Servicekonsole. So, und daher sage ich nochmal Happy Halloween. Schön, dass ihr da seid. Gruseln wir uns ein bisschen. Irgendwelche Anweisungen, die uns noch nichts sagen. Oh
Und das sieht nicht mehr aus wie das Büro, in dem wir gescannt wurden. Tür nicht funktioniert, muss man sich eben auf andere Arten zu helfen wissen. Und ihr müsstet alle was sehen, es sollte hell genug sein, wenn ich richtig sehe. Ansonsten sagt Bescheid. Wir halten später auch noch eine wertvolle Taschenlampe. Hat jemand?